Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von 4. In der letzten Folge haben wir uns die Anti-Material Rifle besorgt und in dieser Folge, nein, Lifeline hat gerade, machen wir uns so langsam auf dem Weg Richtung Quincy. Also wir gehen noch nicht wirklich nach Quincy, aber wir gehen so ein bisschen in die Richtung. Und Point habe ich, Jamaica Plane habe ich. Ah, Wolf 95 will ich eigentlich auch mal hin. Ich muss mal gucken, was haben wir unten in der Ecke eigentlich für Aufgaben. Investigated Townhouse. Townhouse? Investigated Townhouse. Hier ist halt auch noch genug, ne? In der Innenstadt. In der Innenstadt haben wir noch jede Menge. Komm, reißen wir in die Innenstadt. Hier gibt es nämlich noch einiges. Investigated Townhouse. Was für ein Townhouse? Ich weiß auch nicht mehr, wo ich die Quest her habe. Ich habe das Gefühl, so eine Säge wäre unfassbar uneffektiv darin, Holz zu schneiden. Oder Holz zu sägen. Da müsste ich eigentlich auch noch rein. Welcher auf die Map? Hier sind noch jede Menge Gebäude, die noch unaufgedeckt sind. Wow. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ja. Let's see who can get the highest score. Winner, winner, crab cake dinner. How much you got left in here? Genug. Bei euch reicht's. Und es steht mir im Weg, deswegen. Bad day to be the bad guy. Und da ist wieder ein Vertibird abgestürzt. Die können einfach nicht fliegen. Ja. Shit is coming for you. Ja. Exactly. Niemand nimmt Raider Armor mit. Weil sie jetzt scheiße hässlich ist. Aus. Wo wäre denn Spaß, wenn wir nicht uns wehren würden? Schingern. Hi, das ist der Helm. Der Helm ist respawned. Diesmal liegt er da, wo er liegen soll. Nein. No sign of him now. Na komm, wo bist du? Ich kann dich auch einfach da zurücklassen, alleine. Als einzige Überlebende. Nothing, nothing, nothing. This is bullshit. Oh. Hab ich keine Waffe auf der 1? Ja doch. Hä? Ich wollte gerade sagen, what the fuck? Oyster Bar. Ist in die Richtung. So, hier sind auch noch zwei drin. Hi! Eins. Zwei. So, mitnehmen. Und schon ist Boston wieder ein Stück sicherer. Ich will mit denen aber doch. Ja. Mit höherer Wahrscheinlichkeit ja. Nein.
Kann ich so nicht stehen lassen. Who's there? Ich. One thing's for sure. We are you don't say. Ich weiß, das ist Patty. Ich weiß, ich kann einfach weggehen. Aber nein, das will ich nicht. Ey. What's the kill count? Bleib liegen. I keep losing track of who's ahead. Mit Sicherheit ich. Ich glaube nicht, dass er schon so viele hundert Leute umgelegt hat wie ich. So. Hier ist irgendwas von einem Townhouse. Ich weiß legit nicht mehr, worum es hier geht. We're gonna find it. God damn it, Derek. I told you to stop feeding him that poison. Better this than a fucking bullet, because that's what's gonna happen if we don't find that map. The library. The map isn't a picture, it's a book. But I can only see one passage. Something about a shot heard around the world. You see? A fucking book. There's no way we would have known that otherwise. Dad, never mind the map. Are you okay? I'm fine, son. But you should hurry. He's right. We should leave right now. No. One of us is gonna stay here and look after Dad. Hey, sorry you had to see that. Are you a trader or looking for work? Habt ihr Schwierigkeiten? You in some kind of trouble? Yeah, but it ain't hopeless. Not yet, anyway. But I'm gonna need someone to help me with some scav work. 100 caps up front, and another 100 when the job is done. They gotta be quick about it, though. I got a feeling we don't have much time. Is the situation that bad? Yeah, my dad's been using the site to help us track down this map, but it's been killing him. I'll be okay. It's the least I can do considering the situation. Yeah, now that's the other side of all this. My brother. He's, racked up some debts. The kind you pay in money, or you pay in blood. What are you looking for? A map that takes us to the Great Green Jewel. A real one, the kind you can hold in your hand. The only lead we have, though, is that one passage. A shot heard around the world. Ja, damit ist offensichtlich der Atomkrieg gemeint. Okay. I'll help you. Good. I'll meet you outside the Copley Station entrance. That'll get us to the library. It's not my fault. I made good investments. I just got unlucky. Wenn deine Investments auf Glück berufen, dann sind sie keine guten Investments. I'm not long for this world, but my boys. Please save them. Excuse me. I don't know when I first gained the sight. It's not something I ever asked for. We don't have time for screwing around. You're either here to help, or you're in the way. Hey there. It's the process, not the result that matters. I had a good process. I didn't gamble away my money like some idiots. Obviously, wenn du sagst, long for this world, but my boys, wenn du sagst, du hattest einfach nur Unglück, dann war dein Investment scheiße. Investments sollten nicht auf Glück beruhen. So, wo ist er? Wo ist er? Hey! Müssen wir auch wegzurennen und hey! Wo ist Brahman? Hi! Hey! Like I said, I'll meet you at Copley Station. We find the map and we go from there.
Copley Station. Wo ist Copley Station? Habe ich Copley Station schon? The Full Exposure. Keine Ahnung, was das ist. Wenn ich in die Richtung gucke, ist so viel, dass ich noch nicht aufgedeckt habe. So, Trinity Plaza habe ich mich auch noch nicht drum gekümmert. Wir müssen übermutanten ohne Ende drin sein. Hello. What? Who's there? What's that? What the? I'm a super mutant, I'm dumb as bread. Das hat nicht getroffen. Ah, shit. Jetzt hör auf! Das hat sie sich so gut angeboten. Die waren schon so nah beieinander. Ah, ging sie nicht irgendwo runter? Ja, in der Mitte geht's runter. Ah, hier ging es auch noch rein, okay. Gab es denn nicht noch andere Wege nach oben? Where'd you go? Warum sagen sie das immer? Wenn eine Red Roach genug ist, um euch umzuhauen, dann seid ihr halt nicht stark. Also solltet ihr sowas auch nicht sagen. Snippy Little Bastards? Die sind weder Snippy noch Little. Hier ist übrigens Trinity Plaza. Das war eine Aufgabe für irgendwas. Ein Heft. Mad Damage gegen Mutanten. Das ist nett. Ich weiß nicht, warum ich das jetzt mitgenommen habe. Weil die Pistole hier ist ziemlich genau dieser Revolver. Huch. Ist hier irgendwas drin? Got it. Ich meine, sieht schon geil aus hier, aber ich glaube, viel Interessantes werde ich hier nicht finden. And on the seventh day, God said, good enough. Basically, das fand ich gerade witzig. Ja, Gott hat sich nicht viel Mühe gegeben, wa? Ein Expertenschloss. Sweet. Eine super Mutantenrüstung. Nichts großartig. Wertvolles. Zumindest nichts, um zu rechtfertigen, warum dann von der fucking Expertenschloss dran war. But hey, good enough, I guess. Und jetzt bin ich wieder hier. Great. Minigun brauche ich echt nicht. Kann ich aber einschrotten.
bin durch den Boden geklippt. Was ist das denn? Ich wollte hier drauf springen, um hier rüber zu kommen. Der klippt einfach durch den Boden. Ist hier sonst noch überhaupt irgendwas? Befeste Wegfindung. Ich meine, hier scheint nichts zu sein. Hier war ein Storage Room. Hier war was auch immer. Hier war wohl eine Art Mensa. Und hier keine Ahnung. Vielleicht könnte man es rausfinden, weil ich glaube, die Kirche gibt es halt auch in echt. So, damit ist der Trinity Plaza auch erledigt. Nichts sehr spektakulär. Aber hey. Funktioniert. Das dürfte doch die spektakuläre ausfallen. Die Barrowhood Knights sind aus irgendeinem Grund bei mir rot angezeigt. Verstehe nicht warum. Habe ich nicht im Sinn, mich mit der Bruderschaft verfeindet zu haben. Aber das Spiel sagt aber weiß. Mit der Bruderschaft verfeindet? Warum? Wer hat da gerade geredet? Also, hi. What the hell? Kommt einfach so ein random, randomer Minigun. Auch so ein einzelner. Sieht man so, als wäre er in einer Gruppe unterwegs oder so. Sich nicht mal um, wenn er geschossen wird. Worauf schießt du? Ich wollte sagen, Brotherhood Scribe, die sind natürlich nicht aggressiv. Still kicking? Jesus. He's still kicking. Du siehst mich gerade zum ersten Mal. Eine Sekunde. Nix Wertvolles. Überall Raider. Unglaublich. Hier sind übrigens legit nicht die Mikro-Stations, wo wir hin sollen. Naja. Wir holen uns mal die Raider hier. Die sind ja wieder grün. Ich verstehe es nicht. Sind wir jetzt on good terms mit dem oder nicht? Ja. Down ist gut, sie ist tot, Mann. Oh, Victory. Ja, lass uns mal.
Der lebt doch noch. Warum rennst du weg? Okay. Geh wieder. Das war sehr knapp. Was? Au. Ich meine, ich beschwöre mich nicht, ne? Und eine vollständige Zielsicht. Ja. Nee, der kann jetzt auch nicht mehr helfen. Hoppala. Maxen ist so ein dummes Stück Scheiße. Das geht nicht gut. Du, was machst du? Schick mir nochmal zurück in die Flugschule, wa? Deine Rüstungen sind sehr mitgenommen aus, Dude. Würde ich mich mal drum kümmern. Take no prisoners. Dann kannst du machen. Musst aber nicht. Ja. Unsere Heavy Armors kann ich mitnehmen, aber ansonsten. Ich habe noch keine Heavy Combat Armor vollständig. Ja. So, wir reisen mal kurz zurück. Liefern das Zeug ab und vielleicht ist der Typ bis dahin ja an der Station angekommen. Also man sieht nicht, welche Station er meint. So, wir haben die Plaza auch aus, Trinity Church auch ausgeräumt. Fortified Iron Helmet, ja, den habe ich jetzt auch. Hi. Also noch viel zu viel Gewicht dabei. Das liegt daran, dass ich die Power-Rüstung noch dabei habe. Ich glaube, hier habe ich das drin, ne? Ja. Habe ich die einfach zweimal. So. Mal gucken, wo ist er denn jetzt? Boston Public Library. Ach, das ist die Station, die er meint. Die unter der Bibliothek. Das ist die Station. Ah. Interessant, interessant. Stimmt, hier geht ja auch runter. Hier kann man auch direkt runter. Muss ja gar nicht durch die Bibliothek gehen.
Oh, schon 25 Minuten. Ich würde sagen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, wo wir uns dann weiter mit dieser Quest beschäftigen, von der ich gar nicht mehr weiß, wie wir da hingekommen sind. Okay, bye!